Herzlich willkommen, liebes YouTube. Wir starten mal was Neues und schnuppern rein in Steamhammer. Steamhammer habe ich vor kurzem im Key angeboten bekommen und es sah sehr, sehr, sehr interessant aus. Ich muss sagen, tatsächlich ähnlich wie Age of Con, nur in einer Art Steampunk-Universum, so in so einem viktorianischen Stil. Gefiel mir sehr gut. Wir schnuppern da jetzt einfach mal rein. Ich habe mir jetzt eben gerade Sly Fox der Brutzler erstellt. Und wir schauen mal, was das Spiel so Schönes kann. Da bin ich immer noch sehr, sehr neugierig. Also, was die Trailer so zu bieten hatten. Oh. Ich muss weg. Nein, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ah, sehr geil. Sollte wieder anfangen zu trinken. Ja. Wow, Patchen der Welt. Alter, das ist da unten der Ladebalken. Wie lange braucht der denn zum Laden? Wow. Okay. Ich hoffe, dass die Ladezeiten sich lohnen. Gut, ich habe das alles auf hoch gestellt, aber trotzdem. Ey, wir schnuppern rein. Ich habe noch null Ahnung, wie es geht, was ich machen muss und wie es überhaupt funktioniert. Kann also nur ein guter Stream werden. Ich sehe schon, ich bin sehr dunkel. Okay, es ist weiß. Und ich sehe eine Birke. Ah, da baut sich die Welt auf. Okay. Ich habe die Grafik auf hoch und ich muss sagen... Ah, er baut noch auf. Okay. Hier habe ich eine Birke. Ein Ast abbrechen. Ja, dann brechen wir mal einen Ast ab. Kontextmenü. Orangen sammeln. Geil. Nahrung. Orange Qualität 1. Auch immer, dass mir das bringt. Maschinenbau. Handwerk fällen. Okay, wir versuchen den Baum zu fällen. Geht nicht. Ich brauche eine Alteisenmachete. Gut, okay, schauen wir mal ins Inventar. Ich muss hier Ressourcen anscheinend erstmal sammeln. So wie in jedem Spiel. Hässlicher als The Forest im Moment. Also ich habe hier konstant gerade 60 FPS. Ist okay. Schleuder, Angel. Okay, ich muss erstmal... Was ist das denn hier? Einfache Kleidung. Gewicht 1000 Steine. Haltbarkeit 5000. Ausrüsten. Ja, dann ziehen wir die Kleidung mal an. Dann müsste ich jetzt... Oh, Inventar geht anders raus. Dann müsste ich jetzt zumindest eine Kleidung anhaben. Jo, hab ich. Sehr schön. Sieht ja schon mal ganz schick aus. So, Kontextmenü, was kann ich noch? Fällen geht nicht. Sammeln wir nochmal Orangen. Die muss ich ja irgendwo hier sehen. Da. Die müsste ich auch essen können. Kann ich. Sehr gut. Wir haben schon mal Essen. Oh Gott, das ist so ungewöhnlich hier, wenn man von anderen Spielen gewöhnt ist. Orange sammeln. Ich sammle mal 1, 2, 3 und hoffe, dass ich erstmal was zu futtern mit habe. Das sind 60 FPS? Wow. Naja, vielleicht im Menü. Also bisher. Ich meine, es passiert gerade nicht viel, ne? Ich habe alles auf hochgestellt. So, ich... Quast... Maschinenbau ist auf 16 gesunken. Das ist gut, wenn er eigentlich auf 16 gestiegen ist, weil ich überall 15 hatte. Ich sammle jetzt erstmal ein paar Äste, weil ich brauche hier irgendwo eine Fackel. Okay, Fackel kann ich mir schon mal bauen. Was ist hiermit? Alteisenspitzhacke. Okay, wie wäre es mit einer Schaufel, einem Hammer oder sonst was? Brauche ich 5. Oh, alle Anzeigen. Ah, super, da wird schon angezeigt, was ich brauche. Kupferschaufel. Dafür brauche ich Kupferbarren. Kupfermachete. Kupfermachete. Guck mal, das klingt doch super. Kupfermachete. Naja, aber erstmal sind wir ja bei Alteisen. Schaufel. Brauch altes Eisen und Holz. Oh Gott, dass ich da nur so raus kann. Okay, wir sammeln gerade noch ein paar Äste. Ist eigentlich Minecraft im Steampunk Option. Okay, ich dachte, ich könnte da ein bisschen mehr abreißen, aber das nicht. Du rollst deinen Tauben und Mühlenschultern am liebsten. Müsst du einfach mal fallen lassen, aber du bist kein Mensch. Was? Klar bin ich ein Mensch. So, was kann ich hier mit dem Baum? Fällen. Kann ich das? Immer noch nicht. Brauche eine Alteisenmachete. Okay, dann brechen wir uns da noch einen Ast ab. Och, keine Ahnung, was wir machen. Wir sehen nicht mehr als einen Strauch. Ja, oh, was haben wir hier? Alles klar. Alteisen. Läuft. Liegt einfach mal so rum. Wie nach dem Sturm auf der Normandie stehen die alten Dinger halt auch noch mal ein bisschen rum. Oh, Metallurgie. Nach Kupfer suchen. Ja, mal volle Möhre. Du hast in der Nähe keinerlei Spuren von Erz gefunden. Stimmt. Jetzt, wo er es sagt, wir könnten hier Erze liegen.
Landwirtschaft, nach S-Bahn suchen. Ich habe auch nichts zu essen gefunden. Okay, probieren wir es doch mit Alchemie-Zutaten suchen. Ich will das Zeug aufheben, das muss irgendwie möglich sein. Auch nicht möglich. Okay, dann nehmen wir das Bauhandwerk. Geht auch nicht. Beobachten? Wow, what the fuck? Okay, so kann ich wahrscheinlich nachher bauen. Interessant. Komme ich dann hier wieder raus? Ah, okay. Ah, mit Tab kann ich hier die Maus im... Umständlich. Naja, gut. Okay. Hier hat jemand schon irgendwas gebaut. Beansprucht er dieses Land? Gibt es das? Nach Kupfer suchen? Ich will doch einfach nur Wildpflanzen sammeln. Ist hier irgendwas? Ich brauche eine Alteisenaxt. Ja, gib mir doch das scheiß Alteisen, was da rumliegt. Boden anheben. Nee, ist klar. Stollengraben, Alchemie. Boden planieren? Willst du mich doch verarschen? Okay. Hier hat jemand einen großen. Super. Das freut mich sehr. Gebäude untersuchen. Öffnen wir das Ding mal. Ich will ja nicht meckern, mein Freund. Aber ich brauche dieses Kupfer. Weiß nicht, wie auch immer du das herbekommen hast, aber bedanke mich schon mal ganz herzlich. Unbekannter Freund. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, irgendwie gab es hier die Möglichkeit anscheinend... war da noch mehr drin, was für... Ich habe doch eben diese komische... okay, ich muss... Das ist natürlich jetzt noch echt ungewöhnungsbedürftig. Und jetzt zu sagen, öffnen. Pflanzengedöns, Walnussprossbaum, fruchtbarer Boden, Kabeljau, Kupferbarren. Will ich nicht meckern. Na komm, die Kupferbarren will ich dir nicht klauen. Alteisenmachete. Danian. Ich brauche eine Alteisenmachete. Jetzt habe ich eine. Brauche ich sie schon mal nicht basteln. Das ist schön. Kickstart. Das läuft. So, und wie rüste ich das aus? Ausrüsten. Geil. So, wo? Eins. Das ist meine Faust. Ja, oh, sehr royal. Oh yeah. Steifer Faustkampf. Okay. Was haben wir auf zwei? Okay. Hier habe ich eine Fackel. Okay, ich gebe mich hier auf. Das war der gute alte Franzosenreflex. Habe ich nicht gesagt, oder? Tut mir leid. ja, ich möchte wieder ausstehen. Hallo. Vier wieder drücken. Nein. Okay, läuft. Geht. So, was mache ich dann mit 5? Kann ich mich gerade teleportieren? Noch ist es für mich vollkommen... Ich könnte mich auch geheilt haben. Ich habe keine Ahnung. Okay. Da hat jemand sich ein Bett gebaut. Und ich habe doch jetzt eine Machete. Wieso kann ich die denn nicht ausrüsten? Da kommt eine Waffe hin. Eigentlich müsste ich das Ding doch hier... Er ist zu stark beschädigt. Qualität 3. Gewöhnliche Aktion. Ausrüsten. Okay, warte mal, dann muss ich da nochmal zum Kollegen hin. Wir gehen nochmal in dein Köfferchen und schauen, ob deine andere... Ja, immerhin genau, ist fruchtbarer Boden dabei. Dann sind die alle kaputt. Qualität 4, Qualität 4, was hat meine denn? 3, okay. Tut mir leid, nehme ich die. Ich weiß nicht, ob es besser macht, aber... Ich möchte ja eigentlich nur so eine Teilmenge nehmen. Okay, mit Shift und STG funktioniert das schon mal nicht. Dann nehme ich das Wasser einfach so. Dankeschön. So. Und jetzt rüste bitte... Ist zu stark beschädigt. Okay, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen was finden. Wir haben ja eben gesehen, wir müssen so lustige Schlingpflanzen finden. Weil ich noch mal nicht weiß, was ich da machen muss. Landwirtschaft. Nach Pflanzenphase sammeln.
Das läuft. Habe ich Pflanzenfasern? Jo, 5. Okay. Und ich brauche für meine eigene... Oh, kann ich schon bauen. Sauber. Alteisen... Bauen wir uns eine Axt. Die stelle ich mir jetzt her. Komm. Schöne Alteisenaxt. Als Sieb findet man auch noch Kacke. Es ist nicht einfach, ja? Ausrüsten. Sauber. Ich habe schon mal eine Axt. Okay. Und wie equip ich die? Oh, da unten ist noch mehr lustiges Kupfer. Ich weiß noch nicht, was ich damit kann. Also ich glaube, dass das das Alteisen ist. In der Qualität 1. Ist 1 jetzt besser als 4? Schmiedekunst. Nach Feuersteinen suchen. Lol. Okay, ich suche nach Feuerstein und wir finden Kupferabfälle. Läuft? Okay. So kommen wir also an unsere Kupferabfälle. Interessant. Nach Kupfer, nach Schleudermunition suchen wir. Jetzt Schleudersteine in der Qualität 10. Also ich glaube, je höher die Qualität, desto besser. Okay. Wie bescheuert. Okay, dann basteln wir uns erstmal die grundlegende... Okay, dann brauchten wir den Typen gar nicht beklauen. Dann ist das gar nicht so schlimm. Der Kollege hat ja jetzt... da selber genau vor seiner Nase. Ja, genau. Früher war alles besser. So sieht's aus. Der hat ja genug Eisen vor seiner Nase, ne? Da muss der gar nicht so traurig sein, dass wir das ein bisschen mitgenommen haben. Wir sammeln schon mal ein paar Pflanzenfaser auf. Auch Landwirtschaft ist auf 17 gesunken, anstatt gestiegen. Übersetzung lässt noch zu wünschen übrig. Und auch die Grafik könnte mich doch ein bisschen mehr reizen, wenn ich überlege, was Age of Conan da hingelegt hat. Aber gut. Wir suchen jetzt unser eigenes Stückchen Erde, wo wir uns eine kleine Basis errichten in der Zwischenzeit. Wir haben eine Axt. Was brauchen wir noch? Ein Hammer. Schaufel. Axt. Eine Hacke. Wir stellen eine Hacke her. Oh, ich brauche gleich mehr Zweige. Eine Hacke kann ja nie schaden, primär. Überleben. Oh, es gibt ein Infobuch. Stirnleuchte, ausrüsten. Ja, super. Schleudersteine, Äste, Orangen. Ich habe auch noch nicht raus, wann ich wie hungrig bin, aber spätestens dann, wenn der Spielstand meckert, wird mir wieder sagen. Haben wir eine Zeit lang gezockt? Ja, es geht ja jetzt auch nicht drum, was es hingelegt, sondern von der Darstellungsphase. So wie es jetzt aussieht, ne? Wenn du in Age of Conan reingehst, ist das halt... Da guck mal, das ist high. Und guck dir diesen Baum hier an. Siehst du das? Da, Video, hoch. Noch höher geht halt einfach nicht. Und da denke ich mir so, naja, da kannst du ja noch ein bisschen was nachlegen. Apfelbaum. Fällen? Baum untersuchen? Du schätzt seine Qualität auf 9 ein. Er wurde nur mal gefällt. Ein Apfelspross. Dann brechen wir ein paar Äste ab. Das können wir. Äste abbrechen. Da sind wir ganz groß drinne. Mein Fehlkauf dafür war Rust. Puh. Also ich fand, wie gesagt, die Zeit, die ich in Age of Conan hatte, echt nett. Ich hoffe, dass sie da auch noch mal ein bisschen was raushauen. Nach Essbaren suchen. Kann ich hier mehr was Essbares raussuchen? Nein, gut. Dann sammeln wir noch ein bisschen ein paar Pflanzenfasern. Das muss ja möglich sein. Und jetzt suchen wir uns ein schönes Fleckchen Erde, wo wir uns anfangen, was aufzubauen. So ein Bett. Und die ersten Ziegel uns brennen werden. Und direkt am übernächsten Tag unser Jetpack haben. Wo steht da gerade Seidenbaum? Seiden-Eukalyptusbaum. Oho. Brechen wir mal einen Ast ab. Entschuldigung. Ich will noch nicht fällen. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich will erstmal hier jetzt gerade irgendwo hingehen. Ihr seht halt, ne, wie das sich alles auf- und abbaut. Ich bin nicht sicher, ob es eine eigene Engine ist. Also, ihr seht halt, wenn ich hier durchgehe und ich spiele auf hoch. Also es ist schon... Wow. Genau vor meiner Nase. Schlagartig da, hier der Baum. Rupft mir noch nicht so richtig
das Entzücken in die Augen. Ja, ich weiß, ich suche mir jetzt nur gerade eine schicke Stelle, wo ich mir was bauen werde. Lieber Chat. Wo ich sag, ah, da möchte die kleine Bulette sich niederlassen. Oder, ja doch, sieht aus wie Call of Duty 1. Ja. Oh, 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 hier ist was Rotes. Was bist du denn, Geiles? Oh, ist das ein Luftschiff? Okay. Holy fuck! Bin ich gerade angegriffen worden, oder? Krieg doch Damage. Greift mich das Ding an? Okay, ein Ass. Kann ich nicht abbrechen? Dann will ich wissen, was es ist. Also ich kriege Schaden. Eindeutig. Dover Baum. Okay, wir gehen zu dem Nupsi da hinten hin. Wow. Okay. Da hat jemand schon was gebaut. Ich bin im Potter-Universum. Ein kleiner Schmelzofen. Yay. Oh, warte mal, sind da Pilze? Nee, Blumen. Okay. Hier hat jemand einen kleinen Schmelzofen. Ein Bett und ein Körbchen. Und hier hat jemand eine kleine Basis gebaut, wie wir sehen. Läuft. Das erkunden wir natürlich. 80 Kilogramm Stahlofen. Ganz wichtig. Hoher Flugabwehrturm. Fahrstuhl steuern. Ja, Fahrstuhl. Einmal bitte hoch. Danke. Okay. Und jetzt? Gebäude untersuchen. So, mach mal. Okay, hat noch ordentlich Haltbarkeit. Also jeder, der Sorge hat, dass das Ding nicht genug Haltbarkeit hat, doch hat es. Ich glaube, ich muss hier ernsthaft, muss ich jetzt hier jedes Mal anklicken und sagen, mach mal, immer eine Etage hoch. Ja, einfach umständlich. Naja, okay. Wir sind jetzt ganz oben. Und ich muss sagen, eine wunderschöne Landschaft. Die baut sich noch auf. Ja, also wie gesagt, aktuell ist die Engine... Ich bin noch enttäuscht. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen was. Okay, ich habe nur die Trailer gesehen und fand das Spiel halt, wo ich gedacht habe, so wow, wenn das wirklich so ist, dann... ein Bauernhof. Geil. Okay, was habe ich hier? Kleiner Maschinenhammer, also ihr seht, die Texturen, ja, an der Schmiede handwerken. Was kann ich denn hier machen? Treibstoff, okay, noch keine Ahnung. Kleiner Schmelzofen, sehr süß. Man möge die Tür öffnen. Kontextmenü, kann ich hier noch was anderes? Öffnen. Okay. Holzbearbeitungsmaschine. Also ich erwarte halt, so hart es auch klingt, wenn ich das Ding auf hoch stelle. Okay, wir stellen mal die Videoeinstellung auf Mittel. Vielleicht ist das dann ja nicht ganz so schlimm. Wow, ich habe nichts gesagt, oder? Wow! Okay. Benutzer definiert. Was können wir denn noch hochdrücken? Grasdistanz, gib ihm. Scheißegal, komm, wir Bäume verblassen. Aber das geht nicht mehr.
Oh ne, Helligkeit lasse ich mal da. Baumdistanz, hier, gib ihm. Ey, ja, gar nicht. Kleine Objekte, hier. Große. Okay. Und jetzt enttäusch mich nicht. Oder muss ich den Hebel in eine andere Richtung drücken? Scheint so. Wow. Ich glaube, das Spiel stürzt ab. Nein. Einen wunderschönen guten Abend. 2 FPS incoming. Ja, wir sind gerade auf 30 FPS runter. Okay. Wir gehen mal auf hoch wieder und wenden das an und schauen mal, wie das Spiel sich aufbaut. Wir erkunden noch mal ein bisschen. Also noch möchte ich das Spiel... Ich möchte zumindest 90 Minuten geben. Ne? Wo ich sag so, komm, da kann ja wohl... Da müssen sie ein bisschen was gemacht haben. Auch dass das ganze Zeit, egal wo ich drauf gehe, ich bin ja hier im Raum. Und ich krieg sofort jedes Mal die Dinger hier. Also die kleinen Trüchen sind ja geil. Ich weiß noch nicht, ob das jemand gebaut hat oder ob. Oh cool, ein Baum. Mitten im Gebäude. Läuft. Ob das einfach vom Spiel schon hingestellt wurde. Einmal bitte. Nein, ich will das Gebäude nicht untersuchen. Möchte es gerne bedienen, das Ding hier. Hebel. Fahrstuhlsteuer, da. Einmal hoch. Danke, geht's noch höher? Es geht noch höher, alles klar. Einmal zur Spitze. Erinnert mich an No Man's Sky so mit der Grafik. Ja, No Man's Sky. Viva, ey. So, ich will hoch, Mensch. Ich will an dieses scheiß Flugzeug. So. Es gehört nicht mir, aber ich werde es kidnappen. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie man hier in diesem Spiel überhaupt was baut. Aber danke, großer Erschaffer, für dieses Flugzeug. Oh, kann ich springen? Wie kann ich denn springen? Ah ja, alles klar, Leertaste. Oh Gott, Leertaste. So, wir haben ab sofort Aktien für großes Luftschiff bauen. Brauchen Hammer. Kein Problem, Hammer kriege ich hin. Glaube ich. Alteisenhammer. Guck, hier, herstellen. Ich baue mir jetzt einen Alteisenhammer. Die Pflanzen auf Beton wachsen. Klar, nie Löwenzahn gesehen. Doch. So, ich habe einen Hammer. Muss ich das extra einwählen oder was? Ausrüsten. Okay. Jetzt habe ich aber einen Hammer. Ah! Lege Ressourcen im unteren festen Hebel, um sie mit den Bauarbeiten zu beginnen. Das brauche alles, damit das fertig wird. Okay. Also das Luftschiff ist noch in der Konstruktion. Okay, das ergibt ja irgendwo Sinn. Dass du erstmal ein Gerüst hast, wo du dann immer wieder Sachen dazu knüppeln musst. Das heißt, solange hier die ganzen Holzdinger dran sind, seht ihr ja, ist das noch in der Bauphase. Eigentlich schade, ein geiles Luftschiff. Apropos geiles Luftschiff. Gut. Gehen wir mal wieder runter. Auch dass die ganze Zeit das Ding in der Mitte ist, ne? Da geht mir ein bisschen auf die... Naja, gut. Fahrstuhlsteuer. Ja, einmal bitte nach unten. Nach unten. Was ist hier? Irgendeine Werkbank und... Geschützturmparameter. Geil! Okay, da muss ich Munition reinlegen. So. Wir versuchen jetzt trotzdem mal nicht uns mit dem Endgame. Die Framerate ist der Horror. Ich bin gerade echt auf 30 FPS hier in der Basis, ne? Ich kann nichts dagegen tun. Ich glaube, wir verlassen jetzt auch dieses wundervolle, strukturierte Mini-Dörfchen, was sich ein oder mehrere Leute gebaut haben. Und, ihr seht ja, es baut sich hier. Wow, okay, hier bauen sie Bäume an. Wir gehen mal wieder zurück im Wald. Da hatten wir bessere FPS. Okay, was ist das hier? Ich möchte ja natürlich auch den... Meine Hände, ohne Scheiß, sind weißer als... Als Kalk. Was kann ich hier mit der Erde? Nach Kupfer suchen. Einen Sprung keinerlei Kupfer gefunden. Okay. Apfelbaum. Nö, will ich nicht lang. Wir fangen jetzt ganz rudimentär an. Spring, Bugler. Please, spring.
Ja, wie gesagt, der Trailer von dem Game ist richtig, also ich finde richtig geil. Und darum möchte ich mich ja zumindest da einmal drin umschauen. Ich werde es aber beobachten, weil das, was man, also wenn sie es ansatzweise so hinkriegen wie im Trailer, ist es natürlich richtig, richtig geil. Rudimer, was? Genau das. Rudimentär. Also das würde ich begrüßen, wenn sie da echt noch was rausmachen. Aber wie gesagt, ich möchte dem Spiel zumindest 90 Minuten geben. Danach können wir ja nochmal umschalten auf ein anderes Spiel. Aber ich möchte zumindest 2 Folgen diesem Spiel widmen, wenn mir der Key schon für Verfügung gestellt wird von den Publishern. Dass ich. Oh, du musst erst zu Atem kommen, bevor du die Aktion wieder ausführen kannst. Ach, das Gelbe ist meine Stamina. Naja, gut. Da drücke ich mal 3. Laufe schneller und jetzt gehen wir richtig Kit. Wir bauen jetzt unser eigenes Dorf auf, weit entfernt von den komischen Fussel da mit seiner Luftbasis. Ich habe da oben auch so ein Lok-Symbol, wie man sehen kann. Heißt anscheinend, dass das Gebiet beansprucht worden ist. Wette ich für? Schauen wir mal. Ja, ich kann hier mit dem Dinger nicht interagieren. Mir verboten. Seht ihr das? Heißt wohl, jemand hat das Gebiet geclaimed oder sonst irgendwas. Noch keine Ahnung. Also wir müssen erstmal so lange laufen, bis dieses blöde Schlösschen da weg ist. Genau. Die gute alte gelbe Stamina. Ich will halt nicht gleich jedes Spiel komplett einmal... Ich kann echt immer noch nicht mit interagieren. Ich will das Game halt nicht gleich direkt in eine Tonne verfluchen, ohne dass ich was ausprobiert habe und mal ein bisschen rumgeschnüffelt habe. Metatron hatte ich ja auch ausprobiert gehabt. Hat auch gute Ansätze. Aber ich bezweifle, dass es jemals fertiggestellt wird. Ach, guck, so, jetzt ist es weg. Und jetzt, seht ihr, jetzt können wir auch wieder ernten. Sollen wir mal ein paar Pflanzenfasern? Wir haben ja vorhin uns Instrumente gebastelt, Werkzeug gebastelt, wie ihr es nennen wollt. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein paar Äste, ein bisschen Gras. Und dann versuchen wir uns ein Feldbettchen zu bauen. Und so die ersten grundlegenden Sachen. Hab ich eine Karte? Oh mein Gott, ich habe wirklich eine Karte. What the fuck, mehr nicht? Ich möchte endlich rüber auf eine andere Insel. Okay, da bin ich. Da sind Berge. Ja. Ja, da siedeln wir uns nieder. Das ist eine gute Sache. Karte geht schon mal. Lol, was eine Minimap? Dachte ich mir auch gerade. Könnt ihr mir natürlich auch mal die Spielanleitung für das Game durchlesen, die ich im Inventar habe. Mache ich aber nicht. Ich bin ein Mann. Ich lese keine Anleitung. Learning by doing. Oder so lange Trial and Error, bis es funktioniert. Oh, hier, guck mal, ein paar Äste abbrechen. Die Minimap hat was vom SNES-Spiel. Ja, so ein wenig, stimme ich zu. Pff, wer liest schon? Siehst du? Genau, wer liest schon? Wer macht denn sowas? Anfänger. So, Maschinenbau ist auf 21 gestiegen anstatt gesunken. Okay, wir haben wieder ein paar Äste. Lass mal grad schauen. Äste, check. Jo, schön, wie das Game sie zusammensteckt. Nicht. Es wäre sehr vorteilhaft, wenn das Spiel die zusammenstecken würde. Würde mir nämlich... Okay, ich habe nichts mehr in der Hand. Yay. Abwerfen. Nee, nicht abwerfen. Behalten. Okay, ich brauche irgendeinen Ort, wo ich auch Eisen finde. Darum möchte ich mich dann da niederlassen. Und es muss ja möglich sein, hier irgendwo noch Eisen, so Alteisen-Gedöns zu finden. Ich werde, glaube ich, von irgendwas angegriffen. Okay. Irgendwann wird Streit, komm her. Ein Wilder. Nein, geh weg. Nein. Bevor du weitergehst, kauf dir ein paar Aktien. Geh weg, verpiss dich. Du hast mich eben angegriffen. Ein Wilder mit Teleportfähigkeit, da sag mal. Der muss sich doch irgendwann resetten. Wollt ihr mich jetzt verarschen, dass er mir die ganze Zeit hinterherläuft? Oh. Es ist gecrashed.
Trotzdem mit deinen Fasern, ja. Wir starten das Spiel nochmal. Es ist leider gerade gecrashed. Wood refund. Den Key gab's umsonst, Bumbi. Ich habe den beantragt gehabt. Daher gibt's keinen Refund. Also, wir testen das. Darum möchte ich dem Ski halt auch, wie gesagt, ein bisschen geben. Betrete eine Welt. Komm, wir gehen auf. Welchen waren wir denn eben gerade? Fuck. Welchen waren wir? Ich glaube, den Elber waren wir, ne? Direkt verbinden. Ja, was? Nö. Verbinden. Gehen wir nochmal drauf. Ob wir die 90 Minuten durchhalten. Doch, warum nicht? Kriegt er hin? Glaube ich. Möchte ja zumindest schauen, was da noch rumkommt. Vor allem habe ich jetzt echt so viele Server für so kleine Spieler. Ich bin gespannt, ob das Spiel 90 Minuten durchhält. Jo, mach ich, Ben. Mach das. Genau, der Brutzler. Ja, richtig. Sly Fox, der Brutzler. Dachte, das wird sehr lustig. Ich habe gerade gesehen, wie ich rumgebrutzelt habe. Vor allem, er hat ja echt eine ewig lange Ladezeit da unten, wo ich dachte so, hohoho, da kommt gleich richtig Grafik. Und da habt ihr gesehen, was wir bekommen haben. Leider nicht das, was erwartet. Alter, meine CPU ist aber auch beim Laden hier. Okay, hier sind wir eben gerade abgeschmiert. Cliffhanger, komm her! Der Tod hat sein Tribut gewertet. Alles. Oh, alle meine Werte sinken. So, jetzt bin ich nackig. Und habe nichts mehr. Und ich befinde mich in der Nähe, wo ich gestorben bin. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Vielleicht ist der Fuzzi da jetzt auch weg. Ich glaube zumindest, dass das hier die Nähe war. Bin sicher, das war da vorne irgendwo. Schauen wir noch mal. RIP, sehr akrobatisch. Ja, du bist tot. Okay! Also, ich habe nichts mehr. Alles, was ich gesammelt habe, ist hinfort. Darum werde ich jetzt noch mal versuchen, meine Leiche aufzusammeln und hoffe, dass dieser komische andere Fuzzi weg ist. Wenn man nur zuschaut, hat man, glaube ich, mehr Spaß. Ja, freue mich. Warum hänge ich denn hier? Ich habe ja keine Luft. Oh Mann, ey. Ich bin aber auch außer Atem. Okay, da oben haben sie schon mal Fackeln aufgebaut. Bin ich betrunken genug für dieses Game? Bumpi, ich habe dich noch nie betrunken gesehen. Daher, okay, was ist denn, wenn ich 5 drücke? Was mache ich denn da? Nichts. Was, wenn ich 6 drücke? Mache ich auch nichts. Okay, 5, 6, nein, nichts. Ich versuche jetzt erstmal meinen Scheiß wieder aufzusammeln. Sagt Bumbi, der nicht trinkt. Ich hätte hier noch so 10 Liter Bier und diversen Schnaps. Yo. So, ich versuche jetzt. Ich meine, ne, da vorne war ja irgendwo meine Leiche. Da versuchen wir jetzt nochmal hinzugehen. Ach schon, ich werde wieder angegriffen. Das wäre nicht von Vorteil gewesen. Auch hier hat sich jemand schon breit gemacht. Alter, ich bin aber auch so schnell aus Atem. Irgendwie habe ich mit Klamotten das besser hingekriegt. Ich weiß auch gar nicht, kann ich mir überhaupt Klamotten bauen? Fackel, Alteisenspitzhacke, Schleuder, Stirnleuchte, Alteisenmachete, jo. Eine Angel und eine Schleuder. Lagerfeuersatz. Also Möglichkeit besteht. Inge, alter Perfektionist. Das kann natürlich alles sein, ja. Alter, bin ich schnell außer Atem, ne? Möchte ich ja mal erwähnen. Okay. Pflanzenfaser sammeln. Ich muss mir irgendwie wieder was zusammenbasteln. Während ich meine Stamina regeneriere. Die übrigens auch beim Arbeiten weggeht. Wow. Irgendwo hier, da muss ich gestorben sein. Kann ich mir das markieren auf der Karte? Nee. Aber wie ihr seht, wir haben auch noch Zeit. Es ist der 4. Dezember 1837. Das heißt, das läuft.
Das kann ich mir hier. Oh, Deckungskraft. Fancy. Lock. Okay. Immerhin das funktioniert. So, wo bin ich? Da. Kann ich mir das noch ein bisschen hier kleiner machen? Nein? Komm, da muss er noch kleiner gehen. Okay, geht's halt nicht. Dann schiebe ich die Karte. Hey, auch nicht. Toll. Karte. Da oben hin. Ja, läuft. So, und jetzt suchen wir mal eine Leiche. Ja, farblich super gelöst. Nur hellgrau und hellgrau werden lesbar. Ich sehe schon, ihr seid so richtig begeistert. Ja, schauen wir mal. Orange und hellorange. Auch sehr schön, dass ich die Karte jetzt nicht sehe, obwohl ich sie ja eigentlich einblenden lassen habe. Ich hatte vorhin schon M gedrückt, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Okay. Ich dann mit Tab aufrufen. Ist ja interessant. Irgendwo da vorne muss ich gestorben sein. Alter. Was hältst du von einem ockerfarbenen Kleid? Biberleichen. Na, gib dem. Also, wie gesagt, ich möchte mich ja zumindest erstmal mit den grundlegenden Dingen erstmal hier in-game beschäftigen. Dass wir gestorben sind, war jetzt extrem doof. Ich hoffe ja, dass da irgendwie meine Leiche gleich noch liegt. Irgendwo da am Berghang, auf dem wir jetzt zulaufen. Da muss sie liegen. Ich vertraue drauf. Und dann fangen wir an, eine Zivilisation zu gründen. Was ist das hier? Ist ein Schwein. Stacheleber. Warum will mich alles in dieser Welt umbringen? Nein, nein! Nein, geh weg! Super, das ist der beste Zeitpunkt, um ausgeruhter zu sein. Nee, er ist ganz freundlich, der Stachel-Ebert. Der alte Lumpen-Chat schon wieder. Ich wusste es, er bringt ihn um, ich wusste es. Junge, geh doch weg vom Warzenschwein. Er sah friedlich aus. Kann ich doch nicht ahnen. Ich meine, der Keile hatte eine Blüte am Schwanz. Das, och nö, Alter, du, wieso kämpfst du meine Leiche? Okay. Ich sehe schon, die Ecke ist nicht so geil. Okay, ich blute und alles ist doof. Dass der Gegner sich nicht mal resettet, verstehe ich nicht. Okay, wir schlafen jetzt, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Weiß nicht, was mache ich hier? Mach mal weg, die Scheiße. Okay, was mit 5? Kann ich nicht. 6 kann ich machen. Wofür ist das denn? Okay, wir sollten vielleicht doch mal... Ach, das Buch kann ich ja auch nicht lesen. Weil meine Leiche da hinten liegt. Ich glaube, es hilft nichts, meine Freunde. Ich glaube, wir müssen uns schnell einen neuen Charakter für diesen Server bauen. Okay, nein, ich will nicht sicher, das Team, ich will den Server verlassen. Verbindung trennen, beenden. Ja, okay, wir müssen uns einen neuen Charakter machen. Ich komme nie wieder an meinen eigenen Charakter. Wir lernen ihn. Jetzt ist das Game komplett beendet. Ich habe doch gesagt, das ist... Nee, egal. Nächster Try. In der nächsten Folge, liebe Leute, seht ihr, wie ich mir einen neuen Charakter nochmal in der Welt starte und versuche, das Unmögliche möglich zu machen. Schauen wir mal.